Angekündigt. Ich sitze heute nur unter den Zuschauern. Mit meiner Hüftprellung wäre mein Einsatz ein zu großes Risiko. So stand er wieder zwischen dem Pfosten Stanislav Tscherchesow, dem man vor allem Verständigungsschwierigkeiten vorwarf. Ja gut, der Stanislav hat viel Zeit gehabt jetzt Deutsch zu lernen und hat auch bestimmt nicht mehr die Probleme wie es am Anfang. Und ich hoffe und drücke ihn da an, dass er ein gutes Spiel macht, weil wir brauchen jeden Punkt. Alles wartete hier in Dresden auch auf den Auftritt des blonden Engel. Bernd Schuster zum ersten Mal an der Elbe. Ein wenig überraschte seine Nominierung schon, denn vor allem er war mit den Leistungen seines Genius in letzter Zeit nicht zufrieden. Dragoslav Stepanovic wollte das schaffen, was sein Vorgänger Reinhard Saftig noch nicht gelang, nämlich hier zu gewinnen. Und das eines der interessantesten Duelle, Thom gegen Schössler. Beide kennen sich ja aus DDR-Oberliga-Zeiten noch bestens. Leverkusen mit allen Stars, der junge Ralf Becker bekam eine Pause, saß auf der Bank. Bei den Dresdnern, da gab es doch erhebliche Umstellungen. Torwart René Müller fehlte wegen einer Hüftprellung, Kranz nicht dabei, Jenich nicht dabei, Rath nicht dabei. Und die erste Chance durch Ulf Kirsten nach dieser Flanke von Andreas Fischer. Eckball. Marschallkopfball. Und dann dieser herrliche Fallrückzieher von Marek Pengsa. Vor dem Tor von Rüdiger Vollborn schon dicke Luft in der Anfangsphase. Keine guten äußeren Bedingungen. Es regnete von Anbeginn. Der Boden glitschig, nass. Distanzschüsse, das war vielleicht das richtige Mittel. Stevic aus der Drehung. Vollborn bleibt seelenruhig. 50.000 Mark haben ja die Leverkusener nach ihrem Erreichen der nächsten Pokalrunde bekommen. Die Auslosung hat man gestern Abend diskutiert. Und hier ist Fischer gegen Kern im Einsatz. Tscherchesow, der Auswahltorhüter Russlands, der ja bei der WM dabei ist, heute also im Tor nach langer Pause. Franco Foda. Und Tscherchesow zeigt, dass er zu Recht in den USA spielen will. Schöne Pässe jetzt auch auf die Flügel. Das öffnet, bringt Räume. Und die Dresdner stoßen in diese Räume. Marschall aber abgeblockt von Happe. Eckball, Kopfball und dann ist Marschall da. Eigentlich kein typisches Tor für ihn. 16. Minute, das 1:0, ein Abstauber. Stevic Ecke, dann Nils Schweler und der Abwehrversuch landet in den Füßen von Marschall. Wie reagieren die Leverkusener? Zunächst die Dresdner. Wieder Marschall, dann kommt Stevic. Der hat einen Schuss. Unterhaltenswerter Fußball in dieser ersten Viertelstunde. Burns, Kirsten auf Tauchstation. Das war die letzte Szene der ersten Halbzeit. Herr Miral, 1:0 zur Halbzeit. Ich denke mal, wenn man auf der Bank sitzt, ist man persönlich nicht zufrieden. Aber mit dem Spiel der Dynamos können Sie es schon sein, oder? Ja, klar. Zum Ersten, klar ist man nicht zufrieden, wenn man verletzt ist und nicht spielen kann. Aber das Spiel ist wirklich von der Mannschaft überragend geführt. Sie zerstören durch viele Fouls und provozieren auch viele Fouls. Und dadurch hat der Schiedsrichter es schwer. Und das Spiel von den Leverkusern kommt dadurch ins Stocken. Ne? Und da stellen wir uns clever an, haben schöne Tor gemacht und ich glaube, das war das auch, dass es für einen Sieg reicht. Mittlerweile eine Stunde gespielt, Leverkusen muss kommen. Das öffnet den Dresdnern Konterchancen. Pengsa in der Mitte, läuft Schössler, den sieht er nicht, macht es allein und vertändelt. Das war eine Riesenchance für die Dynamos zum 2:0. Leverkusen erhöht den Druck. Toben und Happal, Tscherchesow. .700 Zuschauer, sie hoffen natürlich, dass ihrer Mannschaft doch noch ein Türchen gelingt. Marschall Fallrückzieher und Vollborn reagiert ein bisschen spät. Da haben wir die Aktion nochmal. Jetzt startet er erst, der Rüdiger Vollborn. Glück gehabt. Aber Glück gehört dazu. Jupp Neel ist im Spiel. Er kam für Paolo Sergio. Es war heute nicht sein Wetter. Dresden bleibt weiterhin aktiv. Schöner Schuss von Petr Novak. Er ärgert sich. Die Leverkusener setzen sich jetzt immer häufiger in der Hälfte der Dresdner fest. Dann Kern gegen Neel. Ein Foul. Dafür sieht
Kern die gelbe Karte und es gibt Freistoß. Schuster auf den Kopf von Kirsten. Und dann ist es da, das erste Leverkusener Tor in der 79. Minute. Das 1:1. Vor zwei Jahren hat man hier 0:1 verloren und im vergangenen Jahr 0:2. Und nun bleibt es am Ende beim leistungsgerechten 1:1 zwischen Dynamo Dresden und Bayer Leverkusen und einem Riesenjubel des schwarzen Ulf Kirsten. Ich würde sagen, es ist mir eigentlich, glaube ich, die bessere Mannschaft. Eigentlich war ein bisschen auf die Viertelstunde vielleicht zum Anfang. Hatten klar bessere Chancen. Ich glaube, wir hätten hier gewinnen müssen. Wir haben uns die letzten 20 Minuten zu sehr in unsere eigene Hälfte drücken lassen, das ist richtig. Wie ich schon sagte, wir haben auf den entscheidenden Konter gewartet, denn wenn man Raum hat, kann man leichter ein Tor erzielen oder den Gegner ausspielen. Ist uns leider nicht geglückt, demzufolge haben wir 1:1 gespielt. Ja gut, man muss ganz klar sagen, dass wir eigentlich das Spiel hier gewinnen wollten. Und auf eine Art müssen wir im Endeffekt mit dem Punkt zufrieden sein. Ne?